Hm? Otaku. Ich wusste gar nicht, dass Chinesen lilane Haare haben können, aber okay. Warte, vielleicht habe ich das. Sicher. Ich will nämlich weiterspielen. Doch, ich hörte ein bla bla bla. Langweilige Geschichte. Komm auf den Punkt. Na klar, hau rein. Bruder, yo. Das hilft gegen jede Krankheit. Na, na, na. Können die froh sein, dass sie noch keine AIDS haben in dem Spiel. Wahrscheinlich gibt's auch. Ne, das habe ich jetzt nicht. Wir wollen hier keine ausländerfeindlichen Bemerkungen machen. Ne. Okay, dann kriegst du halt. Ja, ich will jetzt gar nicht mit dem Arzt reden. Ich weiß ja, was ich machen muss. Ich bin ja selber Arzt. Yo, Digga, ich hier am Start. Da. Ja. Sehr schön. Fick dich ins Knie. Und der sagt mir dann, dass ich das der Schlampe zum Essen geben soll. Oder zum. Ja, gut. Kräuter muss man essen und nicht trinken. Außer der macht einen Ginseng-Tee draus. Hallo, hallo. Ja, also muss ich es doch trinken. Dann soll sie mal diese dreckige Wurzel trinken. Also von mir kriegt sie 1 € dafür. Ginseng geben. Ach, das ist Feder und nicht Roy. Ha, ich hätte gedacht. Das ist voll tricky shit. Ihr müsst gleich mal hier aufpassen, weil man hat 2 Antwortmöglichkeiten. Wenn man das erste tippt, also die ganze Zeit auf A, dann ist es das Falsche. Dann kannst du dir den ganzen Fick-Trick nochmal angucken. Weil sonst geht's nicht weiter. Hoheit, wir fanden keine Spur des Schatzes. König, schweig! Der Schatz muss sich in dieser Stadt befinden. Der Bürgermeister hat eine Tochter. Finde sie und sperre sie ein. König, ich werde gnädig sein, Fieder. Wenn der Bürgermeister uns weiterhilft, frage ihn nach dem Schatz. Wenn er sich weigert zu reden, dann töte ihn. Alle anderen sollen auch hingerichtet werden. Hoheit, es ist niemand außer den Dorfbewohnern hier. Sowas. Fieder, du weißt, was nun geschieht. Du kannst mich nicht ablehnen. Ich habe dich großgezogen. Greif an. Greift an. Unterwerfung oder Tod. Arschloch. Wie sie dem König voll das Messer in den Bauch haben hätte können tun, hätte sie gewollt. Lady Fida. Ich verstehe. Schau nicht zu leiden. Das Schicksal hat uns zu Hütern des Schatzes gemacht. Wir würden eher sterben, als es Versteck zu offenbaren. Vernichte uns, oder sie werden dich vernichten. Aber wir haben nur ein Anliegen. Melina, beschütze unsere Tochter. Denk. Okay, verzeiht. Ich kann euch nicht retten. Es tut mir leid. Doch ich gelobe, dass ich Melina mit meinem Leben schützen werde. Ja, und jetzt stech ihn ab. Da. Ah, da bin ich. Ich war damals auch schon da. Dreh dich um. Was weißt du schon, Ark? Ich habe Melinas Eltern umgebracht. Ich bin der Ursprung der Misere. Moment, hier ist noch Nudel. Niemals werde ich wieder ein reines Gewissen haben. Du denkst sicher. Ihr dürft nicht ich M antworten.
sonst ist es zu kotzen. Du hast Melina mit besten, das macht meine Tat nicht vergessen. Und nun willst du Melinas Bewachung einstellen? Reiß dich zusammen. Wenn du sie nicht beschützt, wer dann? Gut gesprochen. Mach mir noch ein schlechtes Gewissen. Ah, Prinzessin, Burg Drachenfels. Muss mich beeilen. Ja. Ich hab gedacht, sie sagt jetzt zusammenreißen. Ja, danke. Oh, Burg Drachenfels ist wieder so zum Kotzen. Aber es ist immer eine nette Abwechslung eigentlich zum normalen. Oh, wen haben wir denn da? Hey. Nun, ja. Eigentlich könnte ich jetzt voll abhauen. Ich hab das gegen Senja. Der mit seinen Tricks, mit seinen Tricks, Trick 17. 17, yo. Ich glaube. Ja, stimmt, der linkt den ja jetzt ab. Ich frage mich, warum der die anderen da drin nicht auch mit ablenkt. Schade. Digga. Naja, ich mach mal hier eine Pause. Bis demnächst.